Es war die 53. Vereinsschau, die am 12. und 13. Oktober 2019 zahlreiche Besucher in die Bargstädter Mehrzweckhalle nach Nordhof zog. Den Kaninchenzuchtverein U84, wobei das U für das Bundesland Schleswig-Holstein steht, gibt es seit 1927 als eingetragenen Verein. Im Grußwort schreibt der Vorstand unter anderem, dass der Verein auch in Zukunft intensiv die Hobby-Rasse-Kaninchenzucht fördern und erhalten möchte. Während so einer Ausstellung wird den zahlreichen Züchtern die Möglichkeit gegeben, ihre possierlichen oder auch stämmigen Tiere einem breiten Publikum vorzustellen, und so kamen denn am Samstag bereits über 130 Besucher. Sehr erfreut ist der erste Vorsitzende Werner Koslowski über den vermehrten Zuspruch von Kindern und Jugendlichen. Wir bieten zu Vereinsabenden an, dass Kinder einfach mitgebracht werden, bevor sie zu Hause von Verwandten und Bekannten beaufsichtigt werden müssen, solange Mama und Papa zur Versammlung sind, sagt der Vorsitzende und scheint damit den richtigen Riecher gehabt zu haben, denn von den insgesamt 35 Züchterinnen und Züchtern sind 9 Jugendliche. Das haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt. Allein in diesem Jahr traten 5 Jugendliche und 5 Erwachsene unserem Verein als neue Mitglieder bei, erklärt Werner Koslowski nicht ohne Stolz. Wie in jedem Jahr haben auch diesmal wieder zahlreiche freiwillige Helfer, die hauptsächlich beim Auf- und Abbau der Ausstellung mit angepackt haben, aber auch großzügige Spender aus der Nordhofer Geschäftswelt zum Gelingen der Rasseschau beigetragen. Wer wollte, konnte in diesem Jahr sogar heimischen Bienenhonig oder eine Flasche Met, den vermeintlich bevorzugten Schnaps der Wikinger, von Familie Müller aus Jevenstedt kaufen, die übrigens einen Teil ihrer Bienenzucht im Nordhofer Kleingartengelände betreut. Vereinsmeister wurde in diesem Jahr Bernd und Romy Lohmann, hier mit dem Siegertier der Rasse Alaska, eine Rasse, die früher hauptsächlich wegen ihrer weich glänzenden Felle gezüchtet wurde. Alles in allem ist der Verein der diesjährigen Rasseschau hochzufrieden, betonte der erste Vorsitzende. Und das machte er nicht zuletzt daran fest, dass viele Besucher es sich in Mümmelmanns Klönstuf bei einem erfrischenden Bier, einem Teller Erbsensuppe oder bei Kaffee und Kuchen gemütlich gemacht hatten.